Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zu einem neuen Part. Yoshi's Island. 3-5 Dschungelfieber. Dschungelfieber hatte ich nicht, aber ich war anders krank, weshalb ich leider unerwartet ins Krankenhaus musste. Jetzt bin ich aber wieder für euch da und kann hier zusammen mit euch Yoshi's Island genießen. Ein wunderbares Spiel, immer noch. Ich werde auch nicht müde zu spielen. Also es macht wie am ersten Tag unglaublichen Spaß. So, du da oben. So, alles weg hier. Weg mit dir. So, dich nehme ich natürlich noch mit. Ja. Was ich sagen wollte. Ich bin jetzt quasi zwei Parts im Verzug durch meinen 2-Wochen-Ausfall und ich wollte was machen, was ich eigentlich vorher schon machen wollte. Und zwar eigentlich bin ich... Oh, das hätte jetzt aber auch schief gehen können. Oh, wo kommt ihr da oben her? Ich habe keine Eier mehr, okay. Na, da sind wir mal vorsichtig und laufen so weiter. Ich habe mir überlegt, ich probiere das Spiel mal ein bisschen schneller durchzugehen. Warum mache ich diesen Fehler? Ich sehe, dass da eine Bombe runterkommt und renne erstmal rein. Oh, ist ja lustig. So, jetzt erstmal hier drauf. Boah, war das knapp. Lecko funny, war das knapp. Das war genauso knapp. Boah, schnell hier auf den... Oh. Jetzt sind wir hier zumindest schon mal sicher. Wo war ich stehen geblieben? Hängen zurück. Ich wollte ein bisschen schneller spielen. Wie ihr sicherlich auch seht. Ich jag hier so ein bisschen durch. Wenn die 100% eh nicht mehr so angesagt sind und ich nicht mehr auf jede Kleinigkeit gucken muss... Dann kann ich auch sagen, okay, ich probiere ein bisschen mehr Speed reinzubringen. Ist für mich ein natürlicheres Spielgefühl. Geh weg mit dir. Ich hab den doch getroffen. Was ist das denn? Da muss ich direkt mal einen Schluck aus meinem Duschlöcher nehmen. Also vielleicht doch nicht so zügig. Aber ich wollte doch hier, wie jetzt gerade die Passage hier. Ne, hier kann man wunderbar mal durchspringen. Natürlich, wenn ich irgendwelche Rätsel finde, dann werde ich die natürlich machen. Aber so finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. So fühle ich mich wohl, so ist schön. So mag ich das. Vielleicht schnapp ich mir mal dich hier. Und probiere damit, So ein Kandidat ist er also, okay. Oh mein Gott, wo lande ich? Ach, okay. Ich dachte, ich lande hier jetzt an einem Ort, wo man nicht landen kann. Das wäre natürlich fatal gewesen. So, wo kommen wir jetzt hin? Okay, anscheinend... okay, schneller, 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 schneller. Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier oben auf die Blumen. Okay, komme ich hier runter. Ah, okay, und der Ausgang. Ziel! Bam, wir sind am Ziel. Kein Bonuslevel, oh. Ba, 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 ba. Seht ihr uns so, ist es eigentlich ganz cool. So kann man schön ein bisschen auf die Tour betreten. Eigentlich ganz schön. So können wir jetzt nämlich auch noch Level 3-6 mal anstarten. Und mal reingucken. Da sehen wir auf dem Titel schon einen Gegner, der erscheinen wird. Stachelhöhle. Ui. Mit meinen Freunden, den Affen. Was macht ihr denn hier, ihr kleinen Affen?
Ich hasse diese Affen ja, ne? Eigentlich mag ich Affen ja voll als Tiere. Aber in diesem Spiel, nee, danke. Da mag ich Affen jetzt nicht so unbedingt. Mäuse übrigens auch nicht, diese Banditenmäuse. So, du gehst direkt mal weg da. Genau wie du. Ich möchte eigentlich mit euch Gesocks hier auch nichts zu tun haben. Jetzt ist die Frage. Da ist ein Schlüssel links. Da ist ein Schlüssel links. Wie komme ich da dran? Ich komme hier nicht hoch, ne? Mir scheint so, als müsste ich da von außen dran kommen. So, hier irgendwo. Kann ich hier über die Bäume springen vielleicht? Bringen die mich irgendwo hin? Ja, guck mal hier. Super. Super gut, alles super gut. Da erwartet uns ein Blümchen und ein Schlüsselchen. Super gut. Ich schaff das nicht. Und wenn ich schon denke, dass ich das nicht schaffe, dann sollte ich es auch, glaube ich, besser lassen. Hier haben wir die neuen Gegner, die Igel. Die Igelchen, die ich übrigens überhaupt nicht leiden kann. Überhaupt nicht leiden kann. Da unten haben wir so einen Igel-Kollegen mal gesehen. Die stacheln sich so auf. Und das ist auch alles, was sie machen. Aufstacheln und nerven. Mehr fällt mir dazu auch gerade echt nicht ein. Wo die ihren Nutzen haben. So, hier nehmen wir die Kugel mit. Lassen die immer schön vorlaufen. Damit der uns die Gegner kaputt macht. Ja, komm hier jetzt. Dankeschön. Nein, 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 nein. Und jetzt kann ich hier hinten schubsen. Damit die kleinen Mäuse hier endlich mal kaputt gehen. Dieses Gefiebs, die geht mir auf den Sack. Oh, ich glaube, da oben sehe ich schon was. Das riecht doch nach Maulwurf-Action. Kann man hier rein? Nee. Das riecht erstmal nach Blumenwachs-Action. Oh ja, die Blume ist gewachsen. Und da ist der Maulwurf. Wunderbar. Wie ich es mir gedacht hatte. Oh, ich mag das nicht so. Ich mag das gar nicht so. So, fall mal runter. Können wir hierher. Können wir hierher. Können wir hierher. Und sind am Ziel. Haben Mario wieder aufgesammelt und können jetzt hier hochspringen. Wir haben jetzt schon so ein bisschen drauf, ne? So, hier einmal speichern, bitte. Mit 30 Sternen. Ha, ha, ha. Oh, wir kommen hier unten sogar an. Ah, guck mal da. Aber da kommen wir so, glaube ich, gar nicht hoch. Ich glaube, da müssen wir sogar... Mario, Mario. Mario, Mario. Ihr seht, warum ich diese Igel hasse. Diese Igel werden nicht gerade, die Gegner, die die Nummer 1 in meinem, Yoshi's Island... Lieblingsgegner, ach, ich weiß es auch nicht. Ich mag es einfach nicht. So, du geh mal weg da. Ich wollte hier eigentlich nur hoch, nochmal. Tier hoch und Tier hoch und Tier hoch. Müssen wir jetzt hier runter nochmal? Dann machen wir es nochmal. So. Ich sag, ab geht die Party und die Party geht ab. So, dann haben wir auch alles abgeräumt. Da haben wir kurz einmal festgesteckt. Und ging jetzt rückwärts wieder ins Ziel.
Ah, wir hätten doch einfach runterspringen können. Ich bin so dämlich. Ich bin so dumm, Leute. Ich bin so dumm. Aber das ist ja nichts Neues. Etoffer ist dumm. Dann kommen wir hier oben auf. So, und dann kommen wir hier oben auch rein. Wunderschön. Wunderschön. So, wo kommen wir hier raus? Was gibt's hier? Das Ziel. Oh, wir haben nur eine Blume nicht bekommen. Aha. Oh, gibt trotzdem kein Bonuslevel. Ba, 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 da. Ich trinke einen Durstlöscher. Tada. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, meine Freunde. Gar nicht mal so schlecht. Gut. Ich denke, im nächsten Part geht's weiter. Mit Level 3,7 und 3,8. Seid gespannt. Ich bin dankbar fürs Zuschauen. Und jetzt wieder regelmäßig Yoshi's Island. Bis dann und tschüssi.